Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und es gibt ganz kurze News zu Star Wars Battlefront 2, eigentlich eher so ein bisschen akute News, denn es sind zwei Sachen erschienen. Einmal ist der neue Luke-Skin jetzt endlich draussen. Seit gestern kann man sich den freischalten, den Yavin-Zeremonien-Luke. Für alle Leute, die nicht wissen, wie das geht, schaut einfach mal in eure Karriere rein. Da steht nämlich ein Auftrag von wegen, mache 10 Kills in Ewok-Jagd. Das ist auch egal, ob ihr das als Stormtrooper macht oder als Ewok. Wenn ihr die 10 Kills gemacht habt, kriegt ihr den komplett umsonst. Das Ganze ist noch machbar bis zum 5. November. Deswegen haltet euch daran, holt euch den Luke-Skin, ansonsten könnt ihr den später natürlich auch trotzdem noch für Credits kaufen. Allerdings wäre das natürlich ein bisschen, ja, rausgeschmissene Credits. Aber hey, ansonsten ist es leider so, dass das Spiel auf der PlayStation als auch auf der Xbox seit dem letzten Update leider sehr häufig crasht und dann halt irgendwo, ja, abstürzt. Und das ist natürlich sehr blöd. Die Entwickler haben das auch schon ins Auge gefasst und haben schon gesagt, jo, wir versuchen daran zu arbeiten und das wird bald, hoffentlich bald, ja, verändert. Das heißt, wenn ihr jetzt häufiger mal irgendwelche Abstürze oder sowas habt, das ist in Klammern normal. Ja, ist ein bisschen doof natürlich. Aber hey, die arbeiten schon dran. Das soll wohl bald gefixt werden. Und für alle Leute, die auf der PlayStation spielen und dann das Spiel starten und dann steht da irgendwas von wegen Speicherdaten sind korrupt oder Speicherdaten sind beschädigt, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, das ist alles halb so wild. Zumindest war das bei mir kein Problem. Da erschreckt man sich im ersten Moment mal, aber da ist nichts Schlimmes dabei. Also da könnt ihr einfach weiter drücken und dann ist alles wie vorher. Also da ist nichts verloren gegangen. Müsst nicht nochmal alles neu hochspielen oder sowas in der Richtung. Das ist alles halb so wild, wie gesagt. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber hey, die arbeiten dran, wie gesagt. Ansonsten wäre es das eigentlich schon mit diesen kleinen News. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr den neuen Luke-Skin so findet und ob ihr ihn schon gespielt habt oder ob ihr ihn schon freigeschaltet habt. Und damit war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.